Ah, das sieht doch schon super aus. Hallo. Gar kein Problem. Genau. Ihr tanzt Salsa jetzt, ne? Ihr wart auch schon ziemlich erfolgreich. Ihr habt schon Wettbewerbe gewonnen. Habe ich gelesen in meinen Unterschriften. Servus, ich bin Ariel Lopez. Ariel wie die Meerjungfrau. Und Lopez wie die Jennifer Lopez. Und das ist meine Partnerin, die Silke Campe. Un applauso, por favor. Und wir sind hier, um euch ein bisschen Salsa, kubanische Salsa zu präsentieren. Wer hat schon mal Salsa gesehen überhaupt? Bitte die Hand hoch. Ich kann zwar nicht sehen, aber okay. Also nicht so viele. Interessant. Okay, was stellt man sich unter Salsa vor? Irgendwie so komische Tanz Latinos, die wie Speedy Gonzales. Epa, epa, schein. Nee, das ist kein Salsa. Das, was wir machen, kommt aus Kuba und schaut ein bisschen anders aus als Speedy Gonzales, okay? Wieso sollte man Salsa tanzen? Weil die Mädels mit einem Typ wie ich tanzen könnten oder die Jungs mit einem Mädel wie sie tanzen könnten? Also das wäre schon mal ein Grund oder zwei Gründe, wieso man Salsa tanzen könnte. Okay? Schon mal von Anfang an, ich sehe gar nichts. Von Anfang an, wir sind dafür erstmal da, dass wir zeigen, dass Multikulti cool ist. Und wir sind eine Multikulti-Gruppe. Ich komme aus El Salvador, die Silke aus Deutschland. Und wir tanzen kubanischen Salsa, also schon mal drei Länder auf der Bühne. Okay? Viel Spaß bei Zuschauern. Schön, viel Spaß. Thank you.
Sie hat gerade gefragt, ob ich das Mikrofon haben mag. Ja, Gott. Silke Campe, sie hat das hier organisiert. Kurz eine Anekdote dazu, sie hat mich gefragt, du, pass auf, ich habe vorgeschlagen, dass wir Salsa tanzen. Sehr cool immer, für Salsa bin ich dabei. Und das ist für die FH, dass ich noch cooler, dass die Leute einen besseren Eindruck von der Salsa-Szene haben, von Salsa-Tanzen haben. Junge Leute finde ich auch ganz cool, Ältere finde ich auch super. Aber ich bin auch Student und ich weiß, ich wäre auch begeistert, wenn ich sowas anschauen würde. Deshalb habe ich das gerne mit Silke gemacht. Magst du was sagen? Einfach. Jetzt habe ich noch einen Grund, wieso wir Salsa tanzen können. Und zwar, sie heißt Yvonne. Und diesen Grund wollte ich auch auf die Bühne einladen. Diesmal wird es nicht so lang sein. Applaus für Yvonne. Und durch Salsa kann man ein bisschen Multitasking lernen. Nicht Multitasking, sondern Multitasking lernen. Und jetzt tanze ich mit den zwei Mädels gleichzeitig. Schauen wir mal, was kommt. Okay. Ha ha ha.